aus dem Katalog ist auch das Beste, wenn es um das Thema Staubsaugen geht. Denn genau das revolutionieren wir. Ja, einen Staubsauger werden Sie wahrscheinlich zu Hause haben. So einen richtig großen, dicken Onkel, der dann da erstmal eine Steckdose benötigt und wo es einfach super lästig ist, damit loszulegen mit der Bodenreinigung. Und deshalb ist es natürlich clever, einen schicken Zweitsauger zu haben. Haben Sie schon öfter drüber nachgedacht? Haben Sie gedacht, ja, ich brauche so einen? Ja, aber die meisten haben doch nicht so eine Saugkraft, wie ich mir das vorstelle. Tja, bis jetzt, liebe Zuschauer, das Beste aus dem Katalog, wie ich persönlich finde, der beste Handstaubsauger, den wir jemals vorgestellt haben, den ich persönlich jemals genutzt habe, da macht das Saugen super viel Spaß und er erleichtert den Alltag. Der beste und natürlich zum besten Preis, liebe Zuschauer, und das sind Sie von uns gewohnt, weil da können die allerwenigsten mithalten. Hier auch ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis, denn wir haben tatsächlich endlich einen Handbodenstaubsauger mit dieser Zyklontechnologie, die jetzt eben jeder haben möchte. Hier sehen wir nochmal, können Sie sich ganz in Ruhe nochmal anschauen hier, die jeder haben möchte, diese Technologie, aber eben zu einem Preis, ja, der seinesgleichen sucht, wie wir in 123,41 Euro für einen Staubsauger hier mit einem bärenstarken Akku, mit einem bärenstarken Zyklonmotor und mit einer rotierenden Bürste, selbstrotierenden Bürste, also autark elektrisch angetrieben. Das ist wirklich hier ein absolutes Highlight. Und damit kannst du halt das kleine Malheur zwischendurch, es darf auch gerne mal ein großes sein, einfach wegsaugen. Und du hast immer die Gewissheit, dass es auch funktioniert und dass du danach tatsächlich die Krümel, das Malheur beseitigt hast und dann sich auch wieder ganz ruhig hinsetzen kannst. Der Puls kann runter, alles ist erledigt. Und es ist ja so, ne? Da will man mal schnell die Chips wegsaugen, weil man hat gebröselt. Und da kann man sogar noch, bevor man ins Bett geht, dadurch, dass wir diese tolle Handstaubsaugerfunktion haben, tatsächlich auch ganz schnell nochmal die Polsterdüse aufstecken. Und dann funktioniert das wunderbar. Aber Sie sehen jetzt gerade hier so ein Highlight eingeblendet. Ganz, ganz toll, diese Flexibilität hier vorne an der Bodenbürste im Gelenk eben. Wir haben hier die Möglichkeit im Grunde uns 360 Grad zu bewegen. Wir kommen wunderbar eben unter Schränke, unter Stühle und unter Tische natürlich auch, keine Frage. Und haben hier wirklich eine wunderbare Möglichkeit, dann sauber zu machen. So sieht er dann aus. Jawohl. Ich finde optisch natürlich auch eine wunderbare Sache. Und der sieht nicht umsonst so aus, liebe Zuschauer. Denn der ist tatsächlich so ergonomisch austariert, dass der wirklich richtig super in der Hand liegt. Das schreiben wir nicht einfach so dahin, sondern das ist tatsächlich so. Das heißt, man kann hier tatsächlich ohne Bodendüse dann auch mit dem Zubehör tatsächlich mal oben an der Decke entlang, um dort den Schmutz, die Spinnweben beispielsweise zu beseitigen. Aber was haben wir denn? Was ist hier eigentlich tatsächlich? Was kommt zu Ihnen nach Hause, liebe Zuschauer? Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Wir haben hier den Hauptkorpus, wo im Grunde dann auch die ganze Technik drin steckt. Hier die Zyklontechnik, dann haben wir auch die Filteranlage, die im Übrigen hier oben versteckt ist, kann ich Ihnen mal zeigen. Hier sehen Sie auch schon die ersten Elemente. Das Ganze kann ausgewaschen werden, herausnehmbar und kann so natürlich dann auch immer wunderbar gereinigt werden. Ich denke, hygienisch arbeiten wollen wir ja alle und das ist eben auch hier gewährleistet. Und jetzt noch was ganz Tolles. Schauen Sie mal, wie finde das auch ein Highlight. Wir haben hier oben eben auch eine Akkuanzeige. Wow. Ja, das bedeutet, du hast immer einen Überblick, wenn du deinen Staubsauger eben in Betrieb nimmst, ne, was hier gerade eben auch angezeigt ist. Und das ist nicht nur eine tolle Sache, sondern eben auch extrem hilfreich. Du weißt noch, wie lange du saugen kannst. Ne? Dann haben wir hier eben die Taster, um unseren Staubsauger einmal anzuschalten. Dann haben wir noch den Ökomodus, auch eine ganz, ganz tolle Sache. Wird hier dann übrigens auch angezeigt. Aber wir machen weiter. Wir haben eine ganz, ganz tolle dynamische Form. Das heißt, früher hast du deinen Staubsauger versteckt. Heute kannst du den tatsächlich einfach auch mal stehen lassen in der Küche und so ein bisschen auch damit angeben, denn der sieht halt auch richtig toll aus. Und wir haben hier eine ganz, ganz tolle Sache. Ich zeige Ihnen die mal am Akku. Da haben wir diese roten Federtaster und das ist das Besondere, die sind nicht umsonst rot, sondern das bedeutet für uns im Grunde, dort wo rot ist, Vivian, haben wir eine Funktion. Aha, das ist bedeutet ja halt, du weißt halt auch immer da, wo rot ist, da kann ich irgendwas machen. Das finde ich halt extrem hilfreich. Dann
musst du den Akku halt nicht suchen, sondern ja, du siehst halt hier unten, tatsächlich, da hat er sich versteckt. Dann haben wir unseren Schmutzauffangbehälter. Da ist das große, große Highlight. Ne? Wir haben hier diese Schnellöffnung mit der Klappe und dann fliegt der ganze Schmutz, aller Unrat, den wir eingesaugt haben, direkt eben in den Mülleimer, in die Mülltonne. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Lässt sich natürlich auch hier wunderbar reinigen. Und was muss ich nicht mehr kaufen? Beutel. Ist aber auch. Die sind ja teuer. So eine Papppackung mit 5, 6 Beuteln drin, liebe Zuschauer, Sie wissen das natürlich auch. Die kostet 20, 25 Euro. Je nachdem, welches Modell Sie haben, hier sparen Sie sich das in Zukunft. Das Ganze ist wunderbar zu reinigen. Und machen wir einfach mal weiter. Was haben wir noch? Wir haben hier, schauen Sie mal, schwarz gehalten. Auch normalerweise sind die ja immer Silber, habe ich so in Erinnerung. Aber das ist hier halt auch passend gemacht zur Gesamtoptik des Staubsaugers. Und wir haben wieder hier unsere kleinen Klemmtaster. Die sind wieder rot gemacht. Das bedeutet, da muss ich drücken, wenn ich den auseinandernehmen möchte. Und zack, jetzt haben wir den zusammengesetzt. Hier rot bedeutet in dem Fall eben tatsächlich Funktion. Und das Ganze haben wir natürlich auch im Verlauf, wenn wir mal runtergehen, bei unserer Bodenbürste, bei der Bodendüse. Hier sind sie wieder, unsere roten Klemmfederschalter. Und das Ganze wird dann hier zusammengesetzt. Aber wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, dass wir sagen, schau mal, wir lassen die Bodendüse beiseite, sondern wir nehmen hier beispielsweise die Düse, wo wir die Spinnweben wegsaugen können. Ne? Und dann haben wir hier diesen Schutz, der ist ganz weich, diese Bürste hier, ganz, ganz weich. Da können wir nichts kaputt machen. Das heißt, du kannst hier auf der Tapete längs fahren, ohne dass da am Ende Kratzer oder sowas übrig bleiben. Da sieht man nichts. Ist also tatsächlich wunderbar gemacht. Kann man natürlich auch nehmen hier im Auto fürs Armaturenbrett oder auch für Computertastaturen. Aber jetzt kommen wir zum Highlight. Hier die Bodendüse so angesetzt. Alles ganz, ganz einfach. Und dann schauen Sie mal, das Gelenk haben wir ja im Zuspieler schon gesehen. Wir haben hier wirklich eine Flexibilität, die seinesgleichen sucht, wirklich, die ihresgleichen sucht. Ja, natürlich, ne? Absolut beweglich, natürlich auch beweglicher als ich, muss ich auch gleich noch anschließen. Und na, das geht natürlich auch nach oben. Schauen Sie mal, was wir hier für einen Radius haben, wo wir tatsächlich sagen können, Mensch, da kommen wir wirklich überall hin, ohne bücken, ohne drunter kriechen. Das ist ja immer ganz wichtig. Weißt du, was ich auch gut finde? Das ist hier so transparent gehalten. Ja. Das ist ja meistens der Punkt, wo dann im Staubsauger auch gerne mal, gerade wenn man so eine Dame hat, die auch längeres Haar hat, die werden das wahrscheinlich kennen, wo sich dann der Schmutz meistens irgendwann sammelt. Das man siehst denkt, du da. Wo ist das? Ja, ganz genau. Du siehst das, ist das noch alles in Ordnung hier? Und oftmals ist es tatsächlich so, hat sich vorne irgendwo verhängt, hängt aber noch bis da hinten. Und dann hast du eben auch die Möglichkeit, dass du hier einfach mal schnell aufmachst und den Schmutz rausholst. Das ist eben das Tolle. Aber im Weiteren haben wir dann natürlich hier unsere Bodenbürste. Die können wir Ihnen mal so zeigen. Und so sieht das Ganze aus. Schauen Sie mal, hier ist das Ganze. Ist natürlich auch optisch, muss ich sagen, ganz ansprechend gemacht. Aber durch diese Rotierfunktion hier, die kann man auch ganz leicht rausnehmen, möchte ich noch mal sagen, zum Reinigen. Aber durch das Rotieren haben wir halt auch die Möglichkeit, dass wir hier den Schmutz tatsächlich richtig rausziehen, auch aus Teppichen. Und dann durch diese starke Zyklontechnologie tatsächlich über das Rohr hier in den Schmutzauffangbehälter bewegen. Also eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, effizient, einfach zu handhaben. Und man muss sagen, durch die Akkutechnologie haben wir tatsächlich einen Bewegungsradius im Haus und ums Haus rum, also Auto aussaugen oder auch mal die Polstermöbel von der Gartengarnitur. Das ist wirklich wunderbar. Durch die Akkutechnologie haben wir halt kein Kabel. Und Kabel kennen wir ja, ist nie gut. 123,41 Euro, vergleichbare Modelle 300-400 Euro. Zugreifen zum TV-Sonderpreis unter der Bestellnummer NX3230 und der 569 und dann werden Sie ein absolut neues, revolutionäres Saugen zu Hause spüren, wo wir auch die Herren mit diesem Staubsauger, der aussieht wie ein Sportwagen, dazu super motivieren können, mal ein bisschen was zu tun. In diesem Sinne greifen Sie zu und viel Spaß!